Und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von The Witcher 3. Ich komme von diesem Spiel einfach nicht los und wir begeben uns nun zum Spukhaus, das irgendwo am Ende der Welt ist. Ach je. Ich werde dich umbringen. Da wartet ja noch einer. So, aus, Ende, fertig. Also waren wir stehen geblieben. Wir wollten, wir mussten irgendwo hier hinten hin. Da wollte ich auf dem Weg mal hier vorbeischauen, vielleicht nochmal da vorbeischauen. Aber erstmal hier hin. Können wir eigentlich dem, getrost den Punkten folgen, die werden uns hier aus der Stadt rausführen. Wir machen ja noch ein paar Nebenquests, bevor wir... Ja, ja, genau. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Verdammt, bevor wir uns der Hauptquest widmen, haben wir noch ein paar Nebenquests. Unter anderem die aktuelle. Beim letzten Mal haben wir sehr viel mit Gwind gemacht. Ich werde mich bemühen, das mal wieder ein bisschen hinten anzustellen. Weil es auf Dauer Kartenspielen ist jetzt nicht so der Oberhammer. Das gebe ich mal zu. Auch wenn es Spaß macht. Liegt aber wahrscheinlich auch am Auge des Betrachters. So, ich laufe jetzt erstmal hier zu unserem grünen Nöppel da auf der Karte. Gucken, was das ist. Bestimmt ein Banditenlager oder sowas. Vielleicht sogar ein Monsternest. Gucken wir mal, es ist ein bisschen dunkel. Aha. Verdammt, bist du hässlich. Aua. So. Und verbesserte Katze hält tatsächlich offensichtlich ein bisschen länger. Zwei Runstein, überlegen absurd, raffiziertes Weißen. Den Rest lasse ich mal drin. Selbst die Stiefel brauchen wir nicht mehr unbedingt. Wenn wir schon unterwegs sind, dann will ich doch mal hier vorbeischauen und gucken, was das ist. Weil ich glaube auch so... nennen sie jetzt mal Landmarks. Kann man sich, glaube ich, öfter mal angucken. Einfach. Man muss ja ein bisschen umschauen, wenn man hier schon in der Welt unterwegs ist. Ist großzügig eingezäunt, das Ding. Meiersdorfer Metbräu. Ich lehne mich interessiert nach vorne. Ich höre Met. Tag. Ist das hier was Größeres? Kann ich mich hier in irgendeiner Form vergnügen? Schade. Naja. Vielleicht irgendwann später. Imkerei Honigwab. Ah, okay. Jetzt haben wir auch die Markierung bekommen. Sonst noch irgendwas? Da ist noch ein Dörfchen. Wir müssen jetzt erstmal hier lang und gucken, was es mit dem Spukhaus auf sich hat. Auch wenn mir dieser Geschäftsvogel da ein bisschen zu unfreundlich war. Moldawier anwesend. Das ist also das Spukhaus. Sieht auch schon sehr baufällig aus. Wer baut denn sowas? Das ganze Gebäude wackelt, aber ein Geist hätte mich schon angegriffen. Der Bewohner ist offensichtlich in Eile aufgebrochen. Alles am Vergammeln hier, ist ja eklig. So, wir verdienen uns noch was dazu. Langkrall. Waldschratabsud. Da unten ist irgendwas. Toll.
Ja, falsche Rüstung. Rebis-Rezept. Sphärenkonjunktion. Runenstein mal mit. Hier. Was ist das denn? Was ist das? Salz? Salz. Vermutlich um Geister zu vertreiben. Alberner Aberglaube. Kam ich gerade durch Supernatural drauf? Ach, hey. Was ist hier denn noch? Pusteblumenblüte. Bisschen Geld. Durch diesen Spalt zieht es. Da ist was drin. Mal sofort. Ich rufe mich erst nochmal hier um. Geralt der Langfinger. Was? Hat der einfach eine Elfenruine unterm Keller? Hier war lange keiner mehr. Das klingt wie was Großes. Ich komme sofort. Moment. Das ist keine normale Wurzel. Die Pflanze muss magisch sein. Aha. Muss er mal da? Hm, sieht wie ein Tagebuch aus. Amaverik von Soranos Tagebuch. Lies das Tagebuch. Im Umgang mit Kreaturen dieser Art ist es unabdinglich, ein Gleichgewicht zwischen der Ausübung ihres Willens und der Einschränkung durch die Fesseln der Dienerschaft zu erreichen. Der verständige Elementarist sollte nach Zähmung eines magischen Dieners der süßen, doch verhängnisvollen Versuchung widerstehen, die Kreatur zu entfesseln, da hieraus nur Unbill entstehen wird. Ja, sogar heulen und Zähne klappern. Ebenso ist es nutzlos, das Joch des Dieners zu stramm zu ziehen, weil die Kreatur damit dumpf und dämlich wie ein Brocken Erde sein wird. Die Kunst besteht darin, eine angemessene magische Barriere zu erschaffen, deren Wirksamkeit von einem Kristall der Macht unterstützt wird. Der Kristall ist von größter Wichtigkeit. Sollte er kaputt gehen, fällt die Barriere in sich zusammen. Aber keine Sorge, weder Axt noch Klinge können ihm was anhaben. Solch eine geschützte Barriere soll als des Dieners Gefängnis dienen. Ohne seine Macht jedoch ungebührlich einzuschränken. Hierzu sind freilich vorzügliche Fertigkeiten vonnöten, die durch oberflächliches Studium und gelegentliche Praxis nicht zu erwerben sind. Die Stümper und Tunichtgute unserer Profession brauchen sich gar nicht zu bewerben. Gut, ich muss Dukas eine Reinschrift davon anfertigen und zur Veröffentlichung vorbereiten lassen. Möchte wissen, wo der Tölpel steckt. Habe ich ihn doch schon vor Urzeiten um Käse und Tinte geschickt. Ein Erdgenius. Ziemlich mächtig obendrein. Ich muss tiefer rein und irgendwie den Durchgang öffnen. Hehe. Richtig Genius. So, komme ich hier zufällig irgendwo runter? Wäre jetzt meine erste Frage. Ich kann da hinten irgendwo durch. Ich kann da irgendwo lang. Oh, hier ist Wasser. Okay. Gut zu wissen. Da ist ein Hebel. Wir hebeln mal den Hebel. Da hat was geklickt. Ja, wenn das was geklickt hat, dann gehen wir da mal hin. Oh. Hehehe. Genius gefunden. Gibt es sonst noch irgendwas? Fast hätte er seine magischen Fesseln gesprengt. Ein paar Tage länger und er hätte überall Verwüstung angerichtet. Deaktiviere die magische Barriere. Will ich das? Will ich das wirklich? Boah. Ruhig. Ich glaube, das wäre eine Idee. Ja. Juckt den herzlich wenig. Alles klar.
Bisher hatte ich mit Uerden immer sehr... Boah. Sehr guten Erfolg bei den Viechern. Oh. Na komm. Komm mal hier rein, Dicker. Junge. Yeah. Immer drauf. Nicht gut. Alter. Das war's. Nimm eine Trophäe vom Genius. Monsterauge, fünfte Essenz, pulverisiertes Monstergewebe. Kleine Quellenblüte, Erdgenienmutagen, Henkerskapuze und eine Genius-Trophäe. Junge, 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 Junge. Kann ich die Barriere jetzt wieder anmachen? Okay. Die ist aus. Okay. Ist hier sonst noch irgendwas? Erstmal wieder Licht anmachen. Nee. Nee. Henkerskapuze. Was ist das denn? Minus 13, Stahlwaffe. Ja. Chance auf Verstüffeln. Verstüffeln. Verstümmeln. Und 49% plus Crit Chance. Dann wollen wir mal zurück. Jetzt hat er einen zweiten Keller. Kann er sich freuen. Nun gut. Nun gut, nun gut. So, jetzt wollte ich auf dem Rückweg. Hier ist ein Händler, ein Laufender. Gehen wir nochmal dahin und von da aus dann darüber. Die Katze sehen die Bäume echt schick aus. Ich mache mich auf den Weg. 300 Schritt entfernt. Oh, hier ist ein... Ist das der See? Muss da rüber, ne? So. Müssen wir gleich mal schauen, was wir als nächstes machen. So, hier ist das Dörfle. Wir laufen wieder einmal quer durchs Gemüse. Was haben wir denn hier? Ziegen. Und einen relativ muskulösen Wachhund. Auftrag, das Bienenphantom. Schatzjäger, Fährtenleser und Hexer aufgemerkt. Honigwarp und die Inkerei der Familie Meiersdorf, die ihr seit 5 Generationen die Existenz sichert, werden vom Schicksal gebeutelt. Das Bienenphantom ist auf uns niedergefahren. Es zerstört unsere Bienenkörbe, tötet unsere Bienen und schafft allgemeine Verwüstung. Ich bin für jede Hilfe dankbar und verspreche dem, der uns helfen kann, eine Belohnung. Holofernes, Meiersdorf und Söhne. Vorsicht, Mutterkorn. Hier wurde die Tochter geschenkt. Aha. Glückwunsch, nicht aus dem Brunnen trinken. Alles klar. Nicht erkundeter Ort. Hm? Ach, das ist doch hier. Da gibt es aber wahrscheinlich auch eine Höhle. Okay. Was nächstes darüber? Verfolgen wir einfach direkt mal.
wird ja wahrscheinlich irgendwo vor Ort sein. Wenn wir uns hier schon im Außenbezirk rumtreiben, können wir das auch eben mal machen. Bewachter Schatz. Bewacht von... Ach, natürlich. So eine Sumpfschrulle. Aua. Immer drauf. So. Wasseressenz. Aha. Runenstein. Große Igniglyphe. Sehr schön. Kavalleriestiefel und Jägerhandschuhe lassen wir mal außen vor. Ein bisschen Rangurin. Sehr schön. Die große Glyphe, da freue ich mich drauf. So, wir holen uns mal Plätze ran. Holen uns Plötze ran, weil Plötze so gut rennen kann. Noch keine Angst vor Wölfen hat. Nein, nein. Und gut, dass ich wusste, wo der Hof ist. Dass wir das vorhin mal vorbei geritten sind. So, schönen guten Tech. Ihr habt einen Hexer bestellt. Ups, ich trete einfach mal ein. Hallo, guten Tag dir. Guten Tag. Na? Na? Was, wenn ein Halbling Hexer wird, ha? Nun. Hat's wahrscheinlich alles schon mal gegeben. Überall Halblinge. Willkommen in Honigfarb, Reisender. Tach. Alles deine Söhne? Franklin Meyersdorf, Hugo Meyersdorf. Bernie Meyersdorf und ein einfacher Halbling. Hallo. Holofernus Meyersdorf, zu deinen Diensten. Dies sind meine Söhne, Bernie, Franklin und Hugo. Hm, bist du mit Rico Meyersdorf verwandt? Tja, ja, mein jüngster Sohn. Leider ist er dem Familienberuf nicht treu geblieben, sucht sein Glück in der Stadt. Warum fragst du? Kennst du ihn? Naja, wir sind uns begegnet. Aber deswegen bin ich nicht hier, sondern wegen deiner Nachricht. Es ist das Bienenphantom. Das verwüstet mir die Körbe. Okay, Was meine Belohnung betrifft... 246, wir gehen mal wieder auf 300. Vielleicht. Wie du willst. Wenn du das Phantom nicht los wirst, sind wir ohnehin geliefert. Ich betrachte deine Gebühr als Investition. Alles klar. Also abgemacht? Abgemacht. Hm, widerwillig, aber ja. Gut. Dir ist doch klar, dass es so etwas wie ein Bienenphantom nicht gibt. Es muss ein Monster sein, eine Erscheinung vielleicht. Haben deine Arbeiter was gesehen? Ich selbst. Ich habe die Körbe gereinigt. Da schrie einer der Landarbeiter auf, als hätte ihn ein ganzer Schwarm auf einmal gestochen. Ich lief zu ihm... und fand ihn tot. Hatte er Stiche? Nein. Er sah eher erfroren aus. Blaue Lippen, raureif im Haar. Und er war von toten Bienen umgeben. Der tote Landarbeiter. Was habt ihr mit der Leiche gemacht? Die würde ich gerne mal sehen. Zu spät. Wir haben den armen Tropf vor ein paar Tagen begraben. Oh. Naja, gut. Wo ist das Phantom erschienen? Kann mir das jemand zeigen? Ja, ich. Komm mit mir. Alles klar. Hier entlang, folge mir. Wie kommst du darauf, dass es ein Bienenphantom ist? Das ist ein Imker-Aberglaube. Wenn man mit den Bienengaben Schindluder treibt, erscheint das Phantom. Ach so. Es zerstört die Körbe und tötet die Bienen, damit niemand die edlen Kreaturen für niedere Zwecke benutzen kann. Du hast deine Bienen auf die Konkurrenz gehetzt, nicht? Nein. Vater hat neulich einen Vertrag mit den Redanian geschlossen. Aha. Dann ist das Phantom aus Nilfgaard. Natürlich. Da will die rennen. Ich speichere mal.
Auch schön. Also, ich hab's die Bienen aber nett. Das muss man schon sagen. Das ist der Ort. Hier hat das Phantom den Landarbeiter getötet. Vielleicht hat es Spuren hinterlassen. Aha. Frost bedeckt. Die Kälte muss die Bienen getötet haben. Hm. Aber wer friert hier denn alles ein? Blut. Trocken und schwarz, also mehrere Tage alt. Hier muss der Landarbeiter gestorben sein. So, ich sehe Clownspuren. Na, lass mich doch da. Das Bienenphantom möchte wissen, wo die Hinweise mich hinführen. Das ist ganz schön schwer. Was? Nochmal. Das Bienenphantom hat große Füße und es ist ganz schön schwer. Okay. Was, wenn ein Halbling Hexer wird, hä? Die Spur verschwindet im Wasser. Ich bezweifle, dass sich irgendwas in der Pfütze versteckt, die sie als See bezeichnen. Muss auf der anderen Seite nachsehen, ob die Spur da weitergeht. Okay, ich laufe einmal rum. Ertrunkener Toter. Kein Teich ohne Ertrunken. Aber die haben die Körbe nicht. So. So kommen wir auch wenigstens an entsprechende Mutagene ran. Das finde ich an sich eigentlich sehr gut. Ja, großes rotes Mutagen brauchen wir noch. Ach, krieg mal. Das kam hier wieder raus. Speicher mal. Ich esse noch was. Da komme ich nicht durch. Muss einen anderen Weg finden. Hier ist ein Haus. Wird es wahrscheinlich auch mal einen Keller gegeben haben. Ja. Ich kann einfach nicht durchspringen. Deshalb, wir sind mitunter ein bisschen bekloppt. So. Was haben wir denn hier? Verschlossen. Ich habe den Schlüssel hier. Vater hat das Haus für Bernie angefangen, aber dann ging ihm das Geld aus. Seitdem steht es halbfertig da. Ah. Prima Versteck für den Zerstörer eurer Körbe. Ich gehe rein, ihr geht nach Hause und verriegelt die Tür. Wer weiß, was da rauskommt. Alles klar. Dann, let's go. Ich weiß gar nicht, was denn das für eine Level 14. Hier ist alles eingefroren. Krass, vielleicht so ein Bienenphantom. Ein Hund der wilden Jagd. Wie zum Henker ist der hierher geraten? Hallo. Klötze holt dich ein. Ruhe. Ja, ja, komm. Ach. Ah, Feuer, natürlich. Gegen Frost macht das Sinn. So, verbrennen. Der Hund der wilden Jagd. Kleines gutes Mutagen, Trophäe des Hundes der wilden Jagd. Ab mit dem Kopf. So. Dann gehen wir mal zurück. Was auch immer der hier gemacht hat. Ist noch irgendwas anderes im Keller, wenn wir jetzt schon mal hier sind? Man kann ja mal gucken gehen. Ja, jetzt ist hier nichts drin. Krass. Was auch immer der hier macht. Bei Frost habe ich schon an die wilde Jagd gedacht, aber nicht halt unbedingt an die wilde Jagd selber. Oder war es halt nur der Hund? Oder ein Hund? Und bestimmt einige. So denn. Meine getreuen Halblinge. Hast du das Phantom vertrieben?
Dein Bienenphantom war ein Hund der wilden Jagd. Beim ewigen Feuer! Die wilde Jagd hat auch Hunde? Vor etwa 2 Wochen bin ich nachts plötzlich aufgewacht. Ich habe die Jagd über den Himmel ziehen sehen. Da muss sie den Hund verloren haben. Zurück konnte er nicht. Da hat er sich im leeren Haus versteckt. Es ist zwar kein Ersatz für eure Verluste, aber wenigstens zerstört der Hund jetzt keine Bienenkörbe mehr. Danke, Hexer. Es stimmt. Nichts geht über einen Spezialisten. Also ein bisschen Anerkennung ist doch schön. So. Genug für heute, Jungs. Gehen wir an. Das war das. So, wir müssen noch einen Auftrag abgeben. Das war nämlich... Herr des Waldes, sprich mit Brian Tosch. Das hier. Ne? 249 Kronen? Hatte ich nicht auf 300? Komisch. Naja, gut. Wollte ich irgendwas sagen? Hab's wieder vergessen. Das ist ja wieder typisch. Achso, die haben. Die sind da lang geflogen und dann haben sie einfach einen Hund fallen lassen. Fand der Hund nicht so cool, kann ich mir vorstellen. Aber. Muss man sich vorstellen, wenn der wilde Jagd mit so einem LKW über den Himmel zieht und dann fällt da ein Hund raus. Meh. Hier geht es ja rein. So, danach machen wir mal Ochsenfurter Tor. Ach. Huch, machen wir auch mal hier. Ich diene dem Der holte mal die Tag auch, hallo. So, wenn wir dann schon mal wieder im Eisvogel sind, dann schreiben wir mal mit Priscilla das Stück und gucken, ob wir Rittersporn finden. Ansonsten ist questmäßig halt noch das hier, was wir machen können. Schatz suchen. Können wir uns langsam mal dran widmen. Hier Greifenschulen, Ausrüstung eventuell. Sonst haben wir nebenquestmäßig nicht mehr allzu viel. Beziehungsweise, ja, Hautori müssen wir nur noch abholen. Und der Rest ist halt in Skellige. Wo wir dann sicherlich auch noch bald dahin kommen. Ich bin ja gespannt, ob sie Radiobrit getötet kriegen. Dass es irgendwann mal Thema wird. Ich esse nochmal ein Beef Jerky. Dann ist gut. Nee, hab ich auch nicht vor. Ich bin ja nur hier auf der Durchreise. Tag auch, hallo. Dann geh. Du Lumpenproletarier. Junge. Ja? Das Haus dürfte keinen Ärger mehr machen. Kleine Renovierung und es müsste bewohnbar sein. Wirklich? Naja, der Preis ist gerade ganz schön geklettert. Was genau ist das Problem? Ein Erdgenius im Keller. Er hat versucht rauszukommen und dabei fast das Haus demoliert. Viel interessanter als ein Geist. Das steht fest. Der Keller, den du erwähnst, lässt er sich möblieren? Schwer zu sagen. Wir werden sehen. Ah, dein Lohn. Bitte. Und leb wohl. Naja, nicht jeder kann sagen, er hat eine Elfenruine im Keller. Also... Ganz genau. Ich würde mal behaupten, das ist an sich eigentlich ganz schön schick. So, haben wir Inventar. Jetzt gucken wir mal, was haben wir so an Mutagenen? Ich muss auf Charakter gehen. So. 4 Stück. Kleines rotes Mutagen. Also normales rotes Mutagen. Hier sind wir kleine. Wir bräuchten noch 2 Stück. 2 Stück. Und dann machen wir jetzt erstmal mit einem Stück zum Erfolg.